Willkommen beim Wissensquickie und das ist unsere heutige Frage. Warum ist die Banane krumm? Diese Frage stellen sich viele und eigentlich wissen wir die Antwort, nur keiner hat genau darüber nachgedacht. Die Blüte der Palme, also der Staude, was es ja eigentlich ist, der Bananenpflanze, ist sehr groß und wächst an einem langen Stiel. Da die Blüte sehr, sehr schwer ist, wächst sie irgendwann nach unten, denn naja, die Schwerkraft tut ihren Teil dazu bei. An der Blüte selbst, wie auch bei allen anderen Pflanzen, sei es jetzt ein Apfelbaum, ein Kirschbaum oder eine andere Pflanze, da wo Blüten sind, wachsen dann auch die Früchte, in dem Fall die Bananen. Die Bananen hängen eigentlich, wenn sie wachsen, erstmal nach unten. Sie wachsen ganz gerade nach unten. Sobald die Blätter aber weg sind oder sie eine gewisse Größe haben, wollen sie, wie alle anderen Pflanzen, zur Sonne hin, also zum Licht hin wachsen. Und deswegen biegen sie sich nach oben. Und durch diese Biegung entsteht eben die krumme Banane. Ganz einfach eigentlich. Noch so ein kleiner Hinweis. Leider werden Bananen, die wir hier in Europa essen, üblicherweise unreif geerntet. Würden sie reif geerntet werden, dann haben wir das Problem, dass sie total matschig bei uns ankommen. Und das geht nicht. Deswegen werden sie noch komplett grün geerntet und dann in Reifekammern mit Gas, tatsächlich mit Gas, nachgereift, sodass man genau diese Gelbfärbung hat, die man möchte. Übrigens noch ein kleiner Funfact. Bananen sind eigentlich Beeren. Tatsächlich, Bananen gehören zur Gruppe der Beeren. Ungewöhnlich, weil sie ganz anders aussehen, aber tatsächlich ist es so. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, damit ihr jedes Video mitbekommt. Nächste Woche gibt es das nächste Video und wenn euch auch noch Fragen einfallen, die euch interessieren, einfach unten in die Kommentare, dann schaue ich, dass wir diese demnächst beantworten können. Macht's gut, tschüss!